Ja, Armin, wir wollen einen Rückblick auf die vergangenen 4 Wochen starten, eine neue Rubrik für unsere Eintracht-Fans. Wir starten mit der U19, da hatten wir in den vergangenen Wochen den DFB-Pokal der Junioren, das Turnier in Zagreb und den Saisonauftakt beim FC Augsburg. Wie ist da dein Resümee? Ja, eigentlich ein gutes, weil wir haben das Auftaktspiel in Augsburg am Ende gewonnen, 3-2. Aber gehen wir mal der Reihe nach vor. Pokalspiel in Leipzig, hart umkämpfte Partie zwischen zwei wirklich guten A-Jugendmannschaften an diesem Tag. Ich war selbst in Leipzig. In der Verlängerung konnten wir dann irgendwann nicht mehr mithalten. Da hatten wir den einen oder anderen Verletzten auch schon an Bord gehabt. Aber eine tolle Leistung unserer Mannschaft, die dann unglücklicherweise nicht wirklich belohnt wurde. Das Turnier in Zagreb war die letzte Vorbereitungsmöglichkeit. Dann auch mit den Spielern, die in Leipzig noch gefehlt haben. Mit Dadaschew, mit Cetin, mit Noel Knote, die, als wir in Leipzig gespielt hatten, alle noch bei den Profis dabei waren. In Zagreb hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft in der Formation halt noch nicht zusammen gespielt hat in der Vorbereitung gegen gute Gegner. Leider keinen Sieg erreicht dort. Aber dann umgekehrt der Auftakt in Augsburg, da hat man gesehen, dass dieses Turnier in Zagreb viel wert war für uns, nämlich in Sachen Einspielen und Zusammenfinden. Eine geschlossene Mannschaftsleistung in Augsburg, die dann zum 3-2-Sieg, Auswärtssieg und eine gelungene Premiere geführt hat. Dann haben wir die U17, hat einen neuen Trainer seit dieser Saison, den Rückkehrer Frank Leich, der ja schon früher U23-Trainer unter anderem bei uns war. Haben 2 Siege, 1 Niederlage eingefahren. Wie siehst du da die letzten Wochen? Ja, es war ja nur eine Woche, in der diese 3 Spiele stattgefunden haben. Das hat man dann im 3. Spiel auch gemerkt. Wir hatten die ersten 2 Spiele sehr überzeugend gewinnen können gegen Heidenheim und auch in Hoffenheim mit einem 4-1. Lautern hatte die ersten 2 Spiele verloren. Vielleicht war das auch so im Hinterkopf unserer Spieler dann schon drin, nach 2 Siegen und einem klaren 4-1 in Hoffenheim gegen eine Mannschaft zu spielen, die 2-mal verloren hatte. Vielleicht hat man das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Man kam in ganz gut ins Spiel rein und wir haben auch genug Chancen gehabt, in der ersten Halbzeit das Spiel auszugleichen nach der Führung für Lautern oder sogar in Führung zu gehen. Haben die leider nicht nutzen können. In der 2. Halbzeit allerdings haben wir da nicht mehr allzu viel auf die Beine bekommen und schlussendlich 0-1 verloren zu Hause. Schade, den Punkt hätten wir zumindest gerne noch mitgenommen, aber trotzdem ist es ein sehr gelungener Auftakt mit 2 Siegen aus 3 Spielen. Die U16 ist traditionell unser Ausbildungsjahrgang. Die haben jetzt bisher 1 Partie gehabt am Wochenende gegen unseren Kooperationspartner, die TSG Wisek. Das ging unentschieden aus, hat aber jetzt das Turnier in Südkorea vor der Brust. Ja, Auftakt ist, wie es halt so ist. Die Mannschaft muss sich auch dort finden. Die drei älteren Jahrgänge sind ja in der Vorbereitung bei der U17 gewesen, mit Felix Iroreire, mit Finn Otto und mit Arme Fritschic. 2 davon, nämlich der Finn und der Arme, haben am Wochenende bei der U16 gespielt, aber ohne vorher mit der Mannschaft zu trainieren. Insofern 2-2 völlig in Ordnung. Wir spielen ja in der Hessenliga in der Regel gegen U17-Mannschaft, gegen ein Jahr ältere. Das ist ein normaler Auftakt für unsere U16. Klar ist jetzt, wir freuen uns sehr auf den Trip nach Korea, der morgen beginnt, am Mittwoch. Dort beim internationalen Turnier teilnehmen, mit Brügge, mit Malaga, mit Mannschaften aus ganz Asien, aus China und aus Australien. Das ist eine sehr spannende Geschichte für uns alle. Wir waren noch nie mit einer Jugendmannschaft in Südkorea mit der Eintracht. Wir werden vor Ort Bum Kun Cha treffen, der sich bei mir gemeldet hat und uns 2 Tage lang besuchen wird. Wir freuen uns sehr auf diese Reise. Und abschließend haben wir noch die U15. Die starten erst am 2. September in die Saison, auswärts beim SVW in Wiesbaden. Ja, ich bin sehr gespannt. Die U15 jetzt in der neuen Regionalliga Süd. Bayern hat sich ja dort bekanntermaßen ausgeklinkt. Wir haben einen neuen Trainer als Nachfolger von Samuel Elmas-Daoudi, den Akin Kilic, der letztes Jahr erfolgreich die U14 bei uns betreut hat. Ein Auftakt in Wehen, gleich ein Derby zum Auftakt, das auch rein von der Papierform her sicherlich eine Aufgabe ist, die lösbar ist. Ich freue mich sehr, dass es da jetzt auch endlich losgeht. Vielen Dank fürs Interview. Gerne geschehen.